Programm. Das hören Sie jetzt gleich mal in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich wenn es um die Konjunktur der sogenannten Hygienedemos geht, die wir seit ein paar Wochen erleben. Menschen protestieren gegen die Corona-Beschränkungen, Menschen aus den unterschiedlichsten Richtungen und auch politischen Lagern. Extremist und einfach nur kritischer Bürger laufen da oftmals nebeneinander. Und das beschäftigt heute auch den Ausschuss für Verfassungsschutz im Abgeordnetenhaus. Protest gegen Corona-Maßnahmen hier von rechten Gruppen am vergangenen Wochenende. Die Pandemie, auch Konjunkturprogramm für Extremisten und Sonderlinge. Berlin hat zwar Stand heute nur 356 aktuelle Corona-Fälle, aber zum Beispiel fast doppelt so viele sogenannte Reichsbürger, laut Verfassungsschutz rund 670. Zudem Hooligans, Esoteriker, Impfgegner, Verschwörungs- und Hassprediger wie den ehemaligen RBB-Journalisten kennen Jepsen. Wir sind deren Kaninchen, wir sind deren Ratten, wir sind ein gigantisches Labor. Oder Vegankoch Attila Hildmann. Eine wilde Mischung geriert sich als eine Art neue Bürgerbewegung, was Berlins Sicherheitsbehörden, wie es heißt, staunen lässt. Eigentlich gibt es keine gemeinsame Grundlage. Und ob sich diese Bewegung jetzt tatsächlich verstetigt und zu einer politischen Bewegung wird, ist, denke ich, völlig offen. Das Einzige, was sie eint, ist eben die Gegnerschaft zu den Corona-Maßnahmen. Das ist teilweise verkehrte Welt, muss ich schlicht sagen. Also, dass dort Neonazis demonstrieren für die Grundrechte des Grundgesetzes, ist einigermaßen absurd. Trotzdem ist nicht jeder, der an diesen Demonstrationen teilnimmt, tatsächlich auch ein Extremist. Doch die Corona-Verordnung will es. Keine großen Demonstrationen, dafür viele kleine, sodass sich Normalos und Gegendemonstranten bisweilen ungewollt zwischen Extremisten wiederfinden. Man muss sich eben nicht zu Menschen stellen, die behaupten, die Corona-Krise sei bewusst herbeigeführt worden oder sei eine Erfindung der Regierung oder ähnlichem, was ja einigermaßen absurd ist. Und dass die Menschen das aber verstanden haben, zeigt übrigens auch die Abnahme dieser Beteiligung an den Hygienedemonstrationen. Dennoch waren zum Beispiel Demo-Beschränkungen bisher wohl Wasser auf die Mühlen von Extremisten. Das soll anders werden, zur Freude auch von Gegendemonstranten, die, wie manche sagen, gegen Idioten protestieren wollen. Die Gefahr bestünde, wenn wir jetzt nicht Anfang Juni das Versammlungsrecht vollständig freigeben würden. Wir geben Anfang Juni, am 2. oder am 4. Juni das Versammlungsrecht wieder vollständig frei. Dass dann dieser Ärger sich aufbaut und dann zu einer Bewegung wird. Pegida ist ja ähnlich entstanden. Deswegen finde ich so eine Äußerung wie Idioten leichtsinnig. Erwartet heute das Treffen der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mit der Bundeskanzlerin. Wie geht's weiter mit den Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie? Es gab nicht in allen Punkten Einigkeit. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse. Neben dem Bußgeld für Maskenverweigerer bleiben Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern wie Fußballspiele oder größere Konzerte mindestens bis zum 31. Dezember verboten. Bei privaten Feiern ist die lokale Beschränkung der Teilnehmerzahlen möglich, je nach Infektionsgeschehen. Und Rückkehrer aus Risikogebieten müssen verpflichtend in Quarantäne. Dass wir die Maskenpflicht als sehr wichtiges Instrument erachten, insbesondere im ÖPNV. Ja, vielen Dank. Und wie das dann genau aussehen wird mit der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern, das klären wir auch noch. Die nächste große Anti-Corona-Demo am kommenden Samstag ist, Stand jetzt, verboten. Ein Eilantrag gegen diese Entscheidung ist beim Verwaltungsgericht eingegangen. Und auch Anträge auf mehr als 3000 weitere Demonstrationen für den Samstag sind bei der Polizei gestellt worden von Einzelpersonen. Offenbar stecken Anhänger der verbotenen Demo dahinter. Und in den sozialen Netzwerken wird dazu aufgerufen, sich die Straße mit Gewalt zu nehmen und dafür auch Waffen einzusetzen. Was droht uns da? Laurenz Thio berichtet. Dürfen sie oder dürfen sie nicht? Das ist jetzt nicht mehr nur eine Frage der Politik, sondern auch eine der Gerichte. Heute Morgen um ungefähr 10.30 Uhr ist ein Eilantrag gegen das Versammlungsverbot eingegangen. Die Antragsteller wenden sich gegen die sofortige Vollziehung dieses Verbots. Im Gericht wird die Argumentation der Versammlungsbehörde und der Demoanmelder geprüft. Eine schnelle Entscheidung gab es heute nicht. Wenn man auf der einen Seite am Ende entscheidet. Im Netz wird schon kräftig mobilisiert für Samstag. Vom rechten Rapper Chris Ares und von Verschwörungstheoretikern wie Xavier Naidoo. Und aus aktuellem Anlass wollte ich noch mal sagen, wir lassen uns gar nichts verbieten, oder? Auch sonst hat sich der Ton seit dem Verbot weiter verschärft. Wie kann der Senat so dämlich sein? Jetzt werden es schwerste Unruhen in Berlin geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Schluss mit friedlichen Demos.
Bei der Versammlungsbehörde sind bis heute Nachmittag mehr als 3000 Anmeldungen für weitere Demonstrationen eingegangen, die jetzt alle geprüft werden müssen. Das Gericht fällt morgen seine Entscheidung zur Hauptdemo. Viele Corona-Demonstranten haben das für sich schon längst getan. Sie kommen, egal ob verboten oder nicht. Und in der Nähe vom Breitscheidplatz ging am Abend schon eine erste Anti-Corona-Demo über die Bühne. Mein Kollege Dietmar Teiger ist da, sobald wir die Bilder haben. Ja, die Veranstaltung hier heute Abend, die gleicht eigentlich eher einer Tanzveranstaltung. Vielleicht einem Rave von Techno über Rock'n'Roll, Swing bis zu Nena wird hier alles gespielt. Und die rund 200 bis 300 Teilnehmer neben dem Wasserklops, die tanzen hier ganz gemütlich mit. Über allem steht natürlich auch hier die Forderung nach mehr Freiheit während der Corona-Krise. Die Menschen sprechen sich hier für die Demonstration am Wochenende aus und gegen eine Einschränkung der Meinungsäußerung und der Versammlungsfreiheit. Grundgesetz, Grundrechte wieder voll einsetzen, das ist das, was ich fordere. Dass wir wieder eine ordentliche Demokratie haben, wie wir es mal hatten. Dass halt diese gegenläufige Meinung auch gehört werden und auch Wissenschaftler, die andere Erkenntnisse haben, eine andere Haltung vielleicht haben, auch zu Wort kommen. Ja? Was definitiv diskutiert werden muss, ist einfach mal die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme. Es muss doch erlaubt sein, die Politik zu kritisieren und die getroffenen Maßnahmen in Frage zu stellen, die natürlich nur sehr, sehr begrenzt auf die Sachverhalt geschaut haben und gar nicht in Betracht gezogen haben, was es wirklich teilweise auch für Leid verursacht. Über allem steht natürlich aber auch die Haltung zur Corona-Krise. Es gibt hier Plakate, da ist von der Corona-Tyrannei die Rede oder auch von der großen Corona-Lüge, was allerdings alles sehr, sehr friedlich, vielleicht lautstark mal mit Trillerpfeifen halt hier demonstriert wird. Bislang auch keine Durchmischung mit Rechtspopulisten oder mit Rechtsextremisten oder mit Reichsbürgern zu erkennen. Bislang müssen wir sagen, ein sehr, sehr friedlicher Abend hier am Breitscheidplatz. Ja, da kommt jetzt einer. Dann fällt er auch ein oder fährt er wieder durch? Wir sind laut, Freiheit und Freiheit laut. Wir sind laut, Freiheit und Freiheit laut. Sie kommen? Aber wir kommen auf jeden Fall von der anderen Seite da hinten. Na, hoffen wir mal, dass unsere Kollegen dort zahlreich vertreten sind. Aber die sehen uns auch von hier, wenn die da aussteigen. Und wir hier pfeifen, das sehen und hören mich schon. Sorgt dafür, dass sie uns sehen und hören. Anselm Lenz, ich bin Journalist in Berlin und habe mit meinem Kollegen Hendrik Sodenkamp im März nicht ohne uns zunächst gegründet. Und glücklicherweise haben sich sehr schnell ganz viele Regionalgruppen angeschlossen, die das vollkommen autark von sich aus selber dann in ihren Städten und Landkreisen dann gemacht haben, für das Grundgesetz einzutreten in einer Situation, in der unsere Bundesregierung mit nahezu sämtlichen Verfassungsgrundsätzen bricht und das offenbar auch gedenkt weiterhin zu tun. 5 Monate sind seither vergangen und mittlerweile ist klar, dass das Ganze keine Panik ist, sondern dass das auf Gedeih und Verderb so durchgedrückt werden soll, entgegen jeglicher wissenschaftlicher, schulmedizinischer Evidenz. Da kann man in den ersten Wochen noch sagen, na gut, das ist so eine Sache, die ist dann ein Medienhype und das läuft dann irgendwie so. Die Leute wollen sowas auch haben. Es gibt eine allgemeine gesellschaftliche Müdigkeit. Vielleicht will man wirklich mal alles absagen. Und das wäre ja tatsächlich an der Zeit, auch mal über Gesellschaftsreformen, Wirtschaftsreformen und so weiter zu sprechen, sich neu zu formulieren und dann etwas zur Abstimmung zu stellen, wie man sowas in Zukunft dann gemeinsam handhaben möchte. Offenbar hat sich die Regierung im Verbund mit großen Konzernen, Magnaten und Einflussorganisationen entschieden, jetzt hier so eine Show abzuziehen. Und dabei scheinen auch sämtliche dabei auftretenden
Kollateralschäden, in Anführungszeichen, eingeplant zu sein. Das scheint überhaupt kein Problem zu sein, wie es Kindern, alten Leuten und überhaupt der gesamten Weltgesellschaft dabei geht, hier mit so einer Lüge leben zu müssen und sich dabei einsperren zu lassen, sich ständig neu bedrohen zu lassen, sich ständig irgendwelche neuen Schweinereien da angedeihen zu lassen, die, selbst wenn sie wissenschaftlich begründet wären, auch dann immer noch abgestimmt werden müssten, auch dann immer noch eine Auswägung mit den Grundrechten gebracht werden müssten. Und diese Grundrechte sind eben keine Kleinigkeit, sondern die wurden errungen in jahrhundertelangen Kämpfen dann liberal und bürgerlich gesinnter Leute gegen die Feudalherren, also Adelige und Kirchen, die in der damaligen Zeit nun wahrlich nicht immer freundlich mit den Untertanen umgegangen sind. Und dieser Untertanengeist soll jetzt wohl wieder hervorgeholt werden unter dem Deckmantel eines Gesundheitsregimes, das nun wahrlich nicht zu unserem Schutz ist und auch nicht zu unserer Gesundheit. Gesundheit und Menschenleben haben die Leute, die dafür verantwortlich sind, auch zuvor nicht besonders interessiert. Sonst hätte man sich ja beispielsweise um die 25.000 Menschen, die jeden Tag verhungern müssen oder an den Folgen des Hungers sterben, darunter allein 10.000 Kinder, jeden Tag wohlgemerkt. Nicht jährlich, nicht monatlich, sondern jeden Tag seit Jahrzehnten sterben 25.000 Menschen an den Folgen des Hungers. Worauf auch der Schweizer Soziologe Jean Ziegler seit jeher hinweist. Wenn es also tatsächlich um Mitgefühl ginge, hätte man dieses Mitgefühl auch frühzeitig kanalisieren können. Darum geht es also nicht. Corona ist ein Deckmantel, um ein globales Programm durchzudrücken, von dem keiner genau weiß, worum es geht. Es zeichnet sich ledig ab. Ableiten lässt sich, dass das ein Programm ist zur Abschaffung des Bargeldes, ein Programm zum Eindampfen des Mittelstandes und letztlich auch ein Programm, Arbeiterinnen, Arbeitslose Leute weiter zu schädigen. Das heißt, das ist also wahrlich kein menschenfreundliches Programm. Und selbst wenn es das wäre, es gibt ja also allerlei Machthaber in der sozusagen bekannten 6000-jährigen Geschichte der Menschheit, die im Grunde glaubten alle mehr oder weniger für das Wohl aller zu handeln, auch die übelsten Verbrecher. Deswegen gibt es so etwas wie die Demokratie. Damit wird es angebunden daran, was die Leute wollen. Und das werden wir wiederherstellen auf Basis des Grundgesetzes, das uns Artikel 20.4 ein Widerstandsrecht zubilligt. Und selbst wenn es dieses zugebilligte Widerstandsrecht nicht geben würde, ist es dann eben an der Zeit, einfach mal zu einer neuen Häutung zu kommen und Polit- und Wirtschaftssystem wieder an die Menschen selbst anzubinden und denen eine Legitimation von den Leuten selbst zu verschaffen. Das ist also jahrhundertealte liberale Tradition. Das ist im Grunde auch ein linker, liberaler und auch durchaus republikanischer Vorgang. Zum Beispiel zeigt er sich darin, dass sich die Menschen eine Verfassung geben. Die geben sie sich selber, die proklamieren sie und die ist dann fortan gültig. Und die bindet dann eine Regierung. Das ist eine Errungenschaft, im Grunde die größte inhaltliche Errungenschaft der Menschheitsgeschichte überhaupt. Eine Verfassung begrenzt nämlich die Macht der Regierungen und auch die Macht anderer großer Gruppen, einflussreicher, mächtiger Gruppen, wie beispielsweise Konzernen oder Impffans oder Technikgurus, die mit ihrem Kontrollwahn auf die Leute losgehen wollen und glauben, das sei eben so eine natürliche Menschheitsentwicklung und die Leute müssen dann schon damit zurechtkommen, mit diesem Neofeudalismus. Dagegen kann man sich wehren, indem man sich eben Gesetze gibt und eine bewährte, gute Erfassung erneuert, indem man sie tatsächlich für gültig erklärt und dann zum Beispiel erweitert um direkt demokratische Maßnahmen, wie zum Beispiel Volksabstimmungen über eine künftige Wirtschaftsrahmengesetzgebung, die zum Beispiel dafür sorgt, dass solche Lobbyinteressen einfach extrem begrenzt werden und solche Programme einfach nicht mehr möglich sind. Die historische Wahrheit wird ohnehin auf unserer Seite sein. Dafür sorgt auch unsere Zeitung. Da steht also seit Mitte April drin, welche schulmedizinischen Ansichten es zu Corona auch noch gibt und welche Entwicklungen sich insgesamt damit verbinden. Das ist insofern wichtig und war wirklich eine große Rückkehr der gedruckten Zeitung, weil die sich einfach nicht mehr zentral zensieren lässt. Also tatsächlich das gedruckte Wort, haben wir neuerlich bewiesen, wird niemals ganz verschwinden dürfen auch. Wir müssen dafür sorgen, dass es weiterhin gedruckte Gazetten, Bücher etc. gibt.
Denn wir haben ja gesehen, dass das Internet zentral teils wirklich direkt zensiert wurde. Und das findet auch weiterhin täglich statt. Plattformen wie YouTube und so weiter sind vollkommen unzuverlässig. Völlig unzuverlässig sind auch die allermeisten großen Medienbetriebe, im Grunde fast alle. Und es ist wichtig, dass wir Dinge aufschreiben und so auch kommunizieren. Das ist die Vorrede. Wir machen das seit 5 Monaten, glücklicherweise bundesweit, inzwischen auch weltweit. Es gibt viele befreundete Gruppen wie Querdenken, die Teile unseres Konzepts von Nicht ohne uns übernommen haben. Das ist sehr willkommen. Dazu haben wir von vornherein auch eingeladen. Und die machen das professionell und gut und bisher auch so weit, dass wir mit unserem eher liberalen und progressiven Anspruch da auch noch so weit mit können. Man muss ja nicht mit allen Rednerinnen und Rednern einverstanden sein, solange es auf Basis des Grundgesetzes dann abläuft und auch in diese Richtung, in diesen sinnmäßigen Charakter auch weiter einhält. Dann darf ich jetzt zum feierlichen Akt übergehen. Es gäbe ja noch unglaublich viel mehr zu tun, aber vielleicht machen wir das einfach mal, dass wir Berlin Invites Europe und den Aufbruch zur Beendigung der Fake-Pandemie namens Corona und des verfassungsbrüchigen Corona-Regimes und unserer Verfassungsreform dann auch mit Freunden aus aller Welt zusammen feiern. Und dann darf ich jetzt, wenn Sie gestatten, für alle Anwesenden Berlin Invites Europe für eröffnet erklären. Beschlossen, sich bei ihrem alljährlichen Grundnot-Treffen oder ähnlich, das halten die jedes Jahr ab im Sommer, sich hier zu treffen. Das passt natürlich prima, denn wir laden ja Freunde ein und die müssen jetzt hier oder am Breitscheidplatz, da ist die andere Kundgebung, vorbeifahren in ihren Panzerlimousinen. Anders können sich Politiker in der Gegenwart, in der westlichen Welt ja fast nirgends mehr bewegen. Die können nur noch in gepanzerten Limousinen rumlaufen. Wenn die mal 30 Meter, egal durch was für ein Stadtviertel, mag das Blankenese oder Kreuzberg oder Marzahn sein, egal wo, können ja Politikerinnen und Politiker eigentlich keine 30 Meter mehr laufen, ohne mit faulen Eiern oder faulen Tomaten beworfen zu werden. Dazu muss man sagen, nicht jede einzelne Tomate und nicht jedes einzelne Ei ist gerechtfertigt. Es gab ja schon ein paar Leute, die sich Mühe geben, die gibt es wohl bestimmt auch weiterhin. Aber schlichtweg kann man sagen, die Akzeptanz ist ja nun jetzt seit Jahren und Jahrzehnten am Schwinden und jetzt final am totalen Nullpunkt angelangt. Weiter runter geht es auch wirklich nicht mehr. Und dazu kann man dann auch nur sagen, lasst einfach los. Es wird nicht unbedingt viel schlechter für euch. Man kann auch mal im Moment von der Grundsicherung in Hartz IV leben. Das ist wirklich sehr unschön. Das ist wirklich auch traurig und zu wenig. Aber das geht auch. Und danach findet ihr vielleicht dann auch einen Job im Reisebüro. Oder es gibt dann ja auch andere Sachen, die man mit den Talenten sich so hinzustellen und immer wieder das Parteiprogramm aufzusagen oder das, was die Fraktionsvorsitzende einem vorgibt. Damit kann man bestimmt auch dann auch noch was anderes anfangen. Versicherungen verkaufen, was auch immer. Irgendwas wird uns für euch einfallen oder für euch auch selber. Und zur Not macht ihr einmal mal ein paar Jahre Pause. Unser brillanter, also ein Genie geradezu, Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, hat sich mit seinem Freund gerade zusammen ein Haus in Italien gekauft. Das sei jedem gegönnt. Jeder Mensch sollte im Grunde ein Gärtchen oder eine Datscha auf jeden Fall haben. Spahn und Sparingspartner haben sich eine absolut gigantomanische Millionenvilla in Italien gekauft. Ich bin sonst nicht so ein Boulevard-Fan, habe auch nie für Boulevard-Zeitungen gearbeitet, sondern eher für linksliberale und linke Zeitungen und Magazine. Das heißt, im Grunde ist es mir auch Wurst, aber in dieser Situation, gerade ein, zwei Wochen her, eine solch gigantomanische Villa sich anzuschaffen, wahrscheinlich auch mit gut ausgebautem Bunker, zeigt natürlich, wie diese Geisteskind diese Leute sind und dass sie auch ihren Abflug schon geplant haben. Und kann da durchaus mal spekulieren, ob sozusagen das eigene Gebaren da nicht auch gut bezahlt wurde vorab und man auch dann, wenn irgendwelcher Impfquatsch oder sonstige Dinge dann umgesetzt wurden, man dann den Abflug und das Leben als Privatier schon geplant hat. Glücklicherweise ist die Adresse jetzt schon bekannt, kann man sich ja in aller Friedlichkeit dann vielleicht auch mal in den Garten setzen und eine Zeitung aufschlagen zum Beispiel. Ja.
Also die Außenminister müssten irgendwann hier vorbeifahren oder wie gesagt am Breitscheidplatz, der ist nicht weit entfernt. Ganz herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir schauen mal, wie weit wir mit dieser Zeitung kommen. Wir würden sie gerne noch einige Jahre fortführen. Gern dann in einem neuen, demokratischeren Umfeld. Vielleicht dann sogar in einem Umfeld, das dann Freie Bundesrepublik Deutschland heißt. Einem Land, das dann demokratischer, direkt demokratischer, freundlicher, freier und sozialer ist. Das lässt sich nämlich schaffen. Und das ist gar nicht, das lässt sich durchaus machen. Friedlich mit den Nachbarinnen und Nachbarn. Und so machen wir mal weiter. Vielen Dank. Das Grundgesetz ist wie ein Schirm, der uns vor Regen schützt. Und der Regen ist die staatliche Gewalt. Die Grundrechte, die schützen uns. Dies sollten wir mit Wertschätzung und Dankbarkeit anerkennen. Und wir sollten die Chancen nutzen, die darin liegen. Wer die grundrechtlichen Absicherungen im Rücken hat, der kann sich ohne Furcht und voller Vertrauen engagieren und so die demokratische Ordnung beeinflussen. Unser Grundgesetz baut darauf auf. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die demokratischen Einrichtungen, ja genau. Die demokratischen Einrichtungen, die das Grundgesetz beschreibt, sind der Ort, an dem wir direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen nehmen können, die uns alle angehen. Im Grundgesetz ist auch das Sozialstaatsprinzip verankert. Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Damit haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes anerkannt, dass das Gelingen einer Demokratie zugleich von sozialen Voraussetzungen abhängt. Und ich habe mir sagen lassen, dass es eigentlich nur Väter des Grundgesetzes gibt. Anscheinend war damals noch nicht bekannt, dass Frauen auch einen wichtigen Beitrag leisten und das wird ab jetzt anders werden. Hermann Plopper. Steht, dass dieses der Olof-Palme-Platz ist. Ich verneige mein Haupt vor Olof Palme, dem letzten schwedischen Regierungschef, der noch eine souveräne Politik versucht hat zu machen, eine blockfreie Politik, der es mit dem Leben bezahlt hat. Ja, nun also zum Thema. Es ist ja so, dass die Mächtigen und die Reichen so Babank gespielt haben, dass es jetzt mittlerweile die Frage ist, ob sie nicht ablösereif sind und durch eine demokratische, wirklich demokratische, basisorientierte Bewegung abgelöst werden. Das heißt, dass wir, wie Rudi Dutschke es einmal vor 50 Jahren wunderbar gesagt hat, in einem Interview mit Günter Gauss, wir sind nicht länger die Idioten der Geschichte. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind nicht länger die Idioten der Geschichte. Es ist wirklich so, wir haben jetzt die Möglichkeiten. Auch der Fortschritt der Technik für Menschen genutzt, kann uns ganz neue Freiheiten, zum Beispiel eine, dass wir gemeinsam, alle 83 Millionen Menschen, ein besseres Grundgesetz machen, wo wirklich alle Menschen mitgewirkt haben, so wie es in Island erfolgreich durchgeführt wurde. Da wir ja schon mal ein bisschen die Vogelschau betrachten müssen und nicht länger Froschperspektive, und ein bisschen überlegen, wie wir es dann anders machen, wenn wir dann plötzlich aufgefordert werden, die Geschicke des Landes zu bestimmen, möchte ich heute ein bisschen über Außenpolitik reden. Wir haben ja, was steht heute im Terminplan der Bundesregierung? Erstens, Frau Merkel trifft sich videotechnisch, versteht sich, mit den 16 Ministerpräsidenten unseres Landes. Sie wird, wir erinnern uns, es gab schon einmal eine Telefon- und Videoschalte
Danach gab es einen Shutdown. Guckt es euch genau an, was Frau Merkel uns dann in den nächsten Tagen erzählen wird. Zweitens, und deswegen glaube ich, sind wir ja auch hier, unser geliebter Außenminister und Triathlon-Sportler Maas wird heute und morgen trifft er sich mit den anderen EU-Außenministern zu einer informellen Gymnich-Außenministerkonferenz oder einem Treffen nur, 2 Tage. Informell, deswegen erfahren wir dann auch eigentlich nichts über den Inhalt. Hat man gleich vorgebaut. Was sagt uns das Wort Gymnich? 1974 die Gymnicher Erklärung und dann die Brüsseler Erklärung. Damals auf Druck von dem amerikanischen Außenminister Kissinger mussten die damals noch EWG oder EG Außenminister erklären, dass sie keine relevante Entscheidung mehr treffen werden, ohne vorher die USA befragt zu haben, meine Damen und Herren. Diese Gymnicher Erklärung führte dazu, dass Willy Brandt zurückgetreten ist, weil er das nicht machen wollte, diesen Kotau und diese Aufgabe der nationalen Souveränität. Der angebliche große Patriot Helmut Schmidt trat an seine Stelle und hat dann sofort mit der Wimper zu zucken diese Brüsseler Erklärung unterschrieben. Seitdem sind sozusagen die europäischen Außenminister in ihrem Handlungsspielraum kastriert, kann man ruhig so fein sagen. Und sich daran jetzt mit diesem informellen Treffen immer wieder zu erinnern selber, ist schon ganz schön dicker Hund und zeigt die mentale Befindlichkeit dieser Politiker, die ja eigentlich unsere Interessen vertreten sollten und nicht die von Washington. Ja. Das Gymnicher Treffen findet alle halbe Jahr statt, und zwar immer in dem Land, was gerade die EU-Ratsvorsitz hat. Also in diesem Falle ist es die Bundesrepublik Deutschland, deshalb treffen sich alle brav hier in Berlin. Und was steht auf der Tagesordnung? Heute wird man sprechen, so entnimmt man den Verlautbarungen, über die Entwicklung in Weißrussland, meine Damen und Herren. Müssen sich einmal reinziehen. Das ist also, Weißrussland ist das Land, was sich hier nicht von dem Corona-Regime vereinnahmen lässt. Was muss also passieren? Dieser schreckliche Horror-Diktator Lukaschenko muss gestürzt werden. Und dann muss man sich vorstellen, dass die Bundesregierung permanent hineinredet in die inneren Angelegenheiten von Weißrussland, so wie man es schon bei Venezuela gemacht hat, beim Iran. Das ist eine beispiellose Frechheit. Wir haben international das Verständnis, dass jeder Staat souverän ist und selber für seine inneren Angelegenheiten aufkommt. Aber hier werden schon richtig frech imperialistisch Forderungen gestellt an Herrn Lukaschenko, an Herrn Maduro und wie sie alle heißen, diese ganzen nicht ganz domestizierten Staaten und ihre Lenker. Das ist also das heutige Thema. Morgen wird man sich befassen mit der explosiven Situation im Mittelmeer, wo ja bekanntlich die Türkei und Griechenland vorneweg, aber im Hintergrund auch Israel, Ägypten und andere Anrainerstaaten prügeln darum, wer jetzt gewisse Regionen im Mittelmeer zur Gasförderung nutzen darf und wer nicht. Und da kloppt man sich drum, und es kam schon beinahe zu Seeschlachten, regulären Seeschlachten. Jetzt ist es so, Frankreich unterstützt Griechenland, und Herr Maas, unser Außenminister, stellt sich da als neutraler Vermittler zwischen der Türkei und Griechenland und sagt, ja, also liebe Kinder, früher haben das die Amerikaner geregelt, weil man muss ja vorstellen, Türkei und Griechenland sind beides NATO-Staaten. Und das geht ja nun gar nicht, dass die sich gegenseitig kloppen in einem angeblich solidarischen Militärbündnis. Ja, Herr Maas stellt sich also hin und sagt, Kinders, kommt zusammen, bleibt mal ein bisschen ruhig und dann verhandeln wir das. Er enthält uns vor, dass die Bundesregierung selber ein Teil des Problems ist. Denn die Schiffe von der Türkei und von Griechenland, die beinahe kriegerisch aufeinander losgegangen wären, wurden alle in Kiel
auf der Werft hergestellt. Und das heißt, Deutschland verdient ganz wunderbar am Waffenexport, besonders eben auch in diesem Falle an Großwaffen. Und das ist eine, ja, würde ich schon mal sagen, ziemlich makabre Veranstaltung. Wenn man dann noch sieht, dass die griechische Regierung unter Syriza, unter Tsipras, genötigt wurde, dieses Umschuldungspaket zu unterzeichnen, gekoppelt an den Ankauf von deutschen Waffen. Das ist ein ungeheurer Hund. Das heißt, diese Expansion, die hier gerade stattfindet, diese Eskalation, gründet direkt auf den dreckigen Geschäften der Händler des Todes. Und das ist eine Sache, hier ist also Herr Maas eigentlich nicht, sage ich, abgetrennt, über den Dingen stehend, sondern eigentlich Teil des Problems selber. Das wird also morgen besprochen in der Außenministerversammlung. Und man sieht daran schon, eine solche Außenpolitik ist wenig geeignet, Frieden in der Welt zu schaffen. Sie können sich auch gerne mal auf der Webseite von Jürgen Gresslin umsehen. Das ist ein wunderbarer Friedensaktivist, der besonders die Firma Heckler & Koch und ihre schmutzigen Geschäfte in aller Welt mit Kleinwaffen beobachtet und auch immer wieder Klagen, am Fließband Klagen loslässt und damit auch zeigt, dass es auch für einfache Geschichtslehrer und andere einfache Bürger durchaus möglich ist, solche Leute mal ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, also auch dadurch, dass man Kleinaktionär wird bei bestimmten anrüchigen Firmen und da ein bisschen aufmischt. Wir alle sind gefragt, eine neue Außenpolitik zu machen. Und wenn ich mir das mal jetzt so vorstelle, wie die aussehen könnte. Ich denke, zumindest ist klar, dass man aus der NATO, dass Deutschland aus der NATO austreten sollte, weil das geht hier. Besonders nach der Günnicher Erklärung von 1974 ist ja nun festgeschrieben, dass Deutschland und die anderen Staaten, wie es Brzezinski gesagt hat, nur Vasallenstaaten sind, nur Erfüllungsgehilfen, sozusagen USA ist das Gehirn und wir sind alles sozusagen die ausführenden Arme. Und das ist kein freiheitliches, partnerschaftliches Verhältnis. Wir sind sozusagen ja nur die Wasserträger. Ich denke, wenn wir jetzt eine neue Verfassung ausarbeiten demnächst und eine neue Außenpolitik formulieren, dann ist das sicher ein zentraler Punkt. Raus aus der NATO, NATO raus. Dann würde ich sagen, mit der EU, das soll die Bevölkerung selber entscheiden. Nachdem das Pro und Contra wirklich mal freiheitlich ausdiskutiert wird, nicht so wie jetzt bei Corona, wo die eine Seite immer hochgehoben wird und die andere also schon kriminalisiert und niedergeprügelt wird und unterdrückt wird. In dem Falle, dann müssen wirklich Pro und Contra frei und zu gleicher Stärke miteinander diskutieren. Und dann kann man entscheiden, ob man den Dexit wagt oder ob man dann drin bleibt. Dann des Weiteren würde ich sagen, Deutschland sollte sich der Bewegung der blockfreien Staaten anschließen. Das sind also all jene, die jetzt in diesen diversen gefährlichen Konfrontationsblöcken nicht drin sind, sich da raushalten. Die gibt es immer noch. Das war früher eine sehr starke Bewegung mit Nehru von Indien und Olof Palme. Ja. Der große, hochverehrte Olof Palme versuchte gerade Schweden mit dieser blockfreien Bewegung zu verlinken, genauso wie de Gaulle in den 60er Jahren. Danach kam Mai 68 und dann war da auch lahmgeschossen und dann war die Option auch weg. Wir sollten den Faden wieder aufnehmen, den de Gaulle und Olof Palme damals gemacht haben und uns der Blockfreiheit anschließen, weil wir sind nicht dazu da, uns hier gegenseitig tot zu blocken, tot zu schießen. Also es ist skandalös, wie viel Geld für Rüstung, für eingebildete Bedrohung auf allen Gebieten hier verballert wird, während hier das Sozialsystem und so weiter alles
den Bach runtergeht. Das würde ich sagen, ist eine ganz entscheidende außenpolitische Option. Das Ganze sollte eben noch unterstützt werden durch direkte Demokratie, durch Volksabstimmungen, auch bei allen wichtigen Verträgen, die mit anderen Ländern geschlossen werden. Die Schweiz macht das seit 700 Jahren und ist eines der stabilsten Länder der Welt. Also es führt nicht ins Chaos, wie uns immer aufgeschwätzt wird. Imperatives Mandat, wenn ein Abgeordneter eben nicht das macht, wofür er gewählt worden ist, kann er jederzeit abgesetzt werden, abgewählt werden. Das sind alles Werkzeuge, mit denen wir das dann vielleicht hinkriegen. Und ich bin zuversichtlich, weil immer wieder Umfragen ergeben in der deutschen Bevölkerung, repräsentative Umfragen, dass die Deutschen gerne eine unabhängige Außenpolitik wünschen, die in höflicher, aber bestimmter Distanz zu allen Machtblöcken, das heißt also nicht nur USA, sondern auch Russland oder China steht, aber eben konstruktiv zusammen. Des Weiteren die Aufhebung der künstlichen Spaltung Eurasiens. Also die Mauer ist ja nicht 89 gefallen, sondern sie ist weit dahinter neu aufgezogen worden. Es ist nach wie vor unglaublich schwierig, in den Osten zu kommen, nach Russland. Es ist sozusagen kulturell und rein pragmatisch, reisetechnisch immer noch eine sehr schwierige Aktion. Ich schlage vor, halt diese künstliche Grenzziehung, die durch englische und amerikanische Geopolitiker und Geostrategen auf den Weg gebracht worden ist, wieder umzukehren und zu einer entspannten und freundschaftlichen Beziehung mit Russland und China zu kommen und allen anderen Staaten, den ganzen Stans, die da hinten gibt, Tadschikistan, Kasachstan etc., Iran selbstverständlich, da sind wir sowieso, unser gewerblicher Mittelstand ist davon abhängig, und das zu torpedieren, Herr Maas, ist Mord am deutschen gewerblichen Mittelstand, um es mal ganz klar zu sagen. Man schießt sich ins eigene Bein und bejubelt sich noch. Das ist unsere Politik im Moment. Das ist irre. Das ist absolut irre. Also eine solche Selbstdemontage wie diese Außenpolitik, die alle Länder, die gerne mit uns konstruktiv zusammenarbeiten wollen und die dabei nicht mit den Waffen klirren, wie man die beleidigt, tritt mit den Füßen und auch noch sich ständig einmischt in Sachen, die einen nichts angehen, weil das müssen die Russen, die Chinesen oder die Weißrussen selber entscheiden. Das ist nicht die Sache der hiesigen Eliten, der hiesigen Geldaristokratie und auch nicht der hiesigen Pharma-Mafia. Damit bin ich eigentlich schon ziemlich am Ende meines Vortrages. Ich denke, und so könnte Außenpolitik sein und so könnten wir Herrn Maas halt konstruktiv empfangen. Nicht indem wir rummotzen und beleidigen, sondern indem wir einfach unsere Punkte ganz klar und klipp hier formulieren und sagen, das ist es, was wir erwarten. Genauso wie Friederike Herrn Steinmeier angesprochen hat und die Verfassungswirklichkeit einklagt, so fordere ich eine vernünftige, für alle verträgliche Außenpolitik ein und so empfangen wir Herrn Maas, den großen Triathleten. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es geht weiter, es sind spannende Zeiten. Die Antworten weitergeben, die man mir also sagt, als erstes. Aber das war natürlich nicht alles. Ich habe ihn gefragt, wie seine Polizeiarbeit ist und was er macht und warum er das macht. Und natürlich will er und versucht er, anständig zu handeln. Aber er hat mir ganz klar erklärt, dass die Polizei objektiv oder so weit wie möglich objektiv handelt. Ich habe ihn natürlich darauf hingewiesen, dass einige Polizisten vielleicht nicht objektiv handeln würden. Und daraufhin sagt er natürlich, er kann nichts dazu sagen. Ich habe auch gefragt, was mit Samstag los ist. Und er sagte, dass er dazu nichts sagen könnte. Gar nichts. Warum? Weil es nicht seine Aufgabe ist, dazu irgendwas zu sagen. Die Aufgabe ist, von dem Gericht
Das Gericht muss entscheiden. Und wenn es durch verschiedene Instanzen geht und er sagte, dass es durch verschiedene Instanzen gehen wird, dann muss die Polizei ganz objektiv sich genau daran halten. Als ich gefragt habe, was ist denn mit dem Recht in diesem Land, was würde er dazu sagen? Das Einzige, was er sagen konnte, Deutschland hat die beste Demokratie auf der Welt. Ich selber als Journalist wage es zu bezweifeln. Es gibt genug Kollegen, die ihren Job verloren haben, nur weil sie Fragen gestellt haben. Das verstehe ich nicht unter Demokratie. Ich verstehe nicht unter Demokratie, dass man seine eigene Meinung nicht sagen darf. Ich verstehe nicht unter einer Demokratie, dass man nicht auf die Straße gehen kann für irgendwelche Maßnahmen, die man nicht gut findet, beziehungsweise die man gar nicht erklären kann. Der Herr Söder selber. Der Herr Söder selber hat gesagt, die Maßnahmen sind absolut unverzichtbar. Er hat mit dem RKI gesprochen und so weiter. In der Demokratie macht man sowas. In der Demokratie, wir reden hier nicht von einer Bananendemokratie, wir reden hier von Deutschland. Die beste Demokratie der Welt. Na gut, man kann manchmal vergessen, das Ganze zu protokollieren. Erst recht, wenn es Maßnahmen sind, wo Menschen darunter sterben, wo Menschen darunter leiden. Es wurde nicht protokolliert, warum die Maßnahmen so sind, dass Frauenhäuser geschlossen wurden. Es wurde nicht protokolliert, warum Kinder, die behindert sind, für 6 Wochen weggesperrt wurden. Es wurde nicht Also als Reporter muss man sich fragen, warum sitzen die Leute nicht auf dem Schoß von Herrn Söder und fragen ihm so lange Löcher in den Bauch, bis er zurücktritt? Das kann nicht sein, dass in Deutschland sowas nicht protokolliert wird. Ich kann euch von der Schweizer Grenze berichten. Dort haben sich dramatische Szenen abgewickelt. Es sind Leute in Lussenau und in anderen Altersheimen im Sterben gelegen. Im Sterben. Alleine. Ui. Alleine. Und die Verwandten aus der Schweiz hatten keine Möglichkeit, schnell zu ihren sterbenden Eltern, Freunden rüberzufahren. Das Prozedere an der Grenze hat wie folgt ausgeschaut. Entweder diese gesunden Leute bringen einen Attest, aber Gesunde bekommen in diesen Zeiten keinen Attest. Und wenn sie es bekommen, kostet es 250 Franken oder Euro ungefähr, umgerechnet. Weil das ist ja nicht im Staatsinteresse, dass man sterbende Leute besucht. Wer keines dieser Atteste hatte, und das waren nahezu alle, von denen ich erfahren habe, die hätten dann in Österreich müssen 14 Tage in Quarantäne. In diesen 14 Tagen sind mehrere Leute gestorben. Die sind tot. Gestorben. Ohne die Freunde, die Eltern, die Kinder zu sehen. Das hat uns und mir ganz persönlich das Herz gebrochen. Das ist nicht mein Österreich. Das ist nicht meine EU. Und das ist nicht die Demokratie, die mir mein Vater, und er war Geschichtelehrer, erklärt hat. Mein Vater hat natürlich das erzählen müssen, was in den Geschichtsbüchern von den Siegern niedergeschrieben wurde. Das sind Märchen teilweise. Märchen, die wir inzwischen wissen, dass vieles nicht stimmt. Aber zwischen den Zeilen hat er mir immer wieder gesagt, Klaus, wir Österreicher sind souverän. Wir haben einen souveränen Staat. Und die Deutschen haben nur einen Waffenstillstand. Mehr haben sie nicht. Und diese Worte sind mir heute noch ganz stark im Hinterkopf geblieben. Und mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden und sagen danke, dass ich das berichten durfte von der Grenze. Und danke, dass ich überhaupt zu euch sprechen darf. Mein Name ist Zero Kenshi und ich habe einen Corona-Comic geschrieben. Das soll aber jetzt gerade nicht das Thema sein, was ich jetzt sagen wollte. Und zwar hatte ich heute mit einem Geschäftspartner von mir geredet, der in Serbien festhängt.
Und ich habe drei Sachen jetzt zu berichten, die ein bisschen so unterm Radar durchgegangen sind, finanztechnisch. Erstens habt ihr bestimmt mitgekriegt, dass der Wirecard-CEO mit 2 Milliarden durchgebrannt ist, die aber nie in den Philippinen angekommen sind. Und jetzt habe ich von meinem Geschäftspartner heute gehört, dass berichtet wurde, dass dieser CEO vor 4 Wochen schon gestorben ist auf den Philippinen und das letzte Woche in der Presse gekommen ist. So schnell kann man einfach untertauchen. Das sind die Targetsalden der Bundesbank. Wenn ihr nicht wisst, was die Targetsalden der Bundesbank sind, das hat nichts mit Target zu tun, sondern es ist ein ganz komplizierter Begriff, aber das ist so eine Art Überziehungskredit, was die, die Bundesbanken, also der europäischen Länder, untereinander quasi haben, um ihre Gelder abzuwickeln. Und das ist jetzt auf einen Rekordhoch von 1019 Milliarden Dollar geklettert. Das ist quasi, was die drei großen Schuldnerländer, also Spanien, Italien und Griechenland, quasi der deutschen Bundesbank schulden. Aber das sind nicht solche Schulden, die man einfach so einfordern kann, sondern das, da kann man eigentlich, die können auch pleite gehen und dann haben wir quasi gar nichts mehr. Wir waren nicht 17.000. Wir waren so viele, dass die Politik nicht darüber hinwegsehen kann. Und genau das ist die Zahl, die wir weitergeben sollten. Ich bin ja schon nun etwas länger auf dieser Erde. Und ich habe sie mir angeguckt. Mir sind einige Fragen aufgekommen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie ihr Menschen legal leben könnt bei so vielen Gesetzen, die kein Mensch versteht. Noch nicht mal Juristen. Wieso gibt es nicht Regeln, die jeder Mensch versteht, so dass man tatsächlich Bravo. Genau. Danach handeln kann? Ich verstehe auch nicht, dass diese Gesetze, die für euch gelten, warum die nicht eingehalten werden. So gibt es sowas wie eine Meinungsfreiheit. Aber sagt jemand mal seine Meinung und hat auch die Macht, sie durchzusetzen, wird er gefangen genommen und gefoltert. Ich erinnere da an einen Menschen, der es geschafft hat, dass die Mächtigsten auf die Knie fielen. Das ist Julian Assange. Ja. Er sitzt momentan in dem englischen Guantanamo, nur weil er seine Arbeit gemacht hat. Das heißt, er hat sich sogar an alle Regeln gehalten. Und trotzdem ist er im Gefängnis. Was ich mich frage ist, was ist das für eine Demokratie? Was ist das ein Zusammenhalt? Angeblich ist Europa hält zusammen. Aber die Journalisten, die kämpfen nicht dafür, dass er freikommt, obwohl er einer von ihnen ist. Hier ist irgendwas falsch. Wir haben das Jahr 2020 und es gibt immer noch Menschen, die verhungern. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Menschen sterben nicht an den Naturgewalten, sondern an Entscheidungen anderer Menschen? Als ein Held, wie andere Leute mich sehen, kann ich das nicht gutheißen. Man fragt mich, wie schaffe ich das, fast jeden Tag auf die Straße zu gehen, mit Menschen zu reden und denen zu helfen. Und ich frage, wie könnt ihr das nicht machen? Und natürlich sehen wir uns am Samstag zu einem Spaziergang oder zu einer Demonstration. Kommt drauf an, was erlaubt ist. Aber natürlich wird uns keiner davon abhalten, dass wir unsere Meinung sagen werden. Superman, in Österreich, in Europa, wir fordern politisches Asyl für Julian Assange. Österreich war einmal neutral. Leider nicht mehr. Superman, was meinst du zum politischen Asyl? Also ich als Migrant, der ja von einem anderen Planeten kommt, ich kann natürlich nichts gegen Migranten haben. Und Leute wie Julian Assange, die muss man mit Kusshand nehmen. Denn die schaffen es, die Welt zu verändern. Aber nicht nur die alleine, sondern alle zusammen. Und natürlich soll Julian Assange Asyl bekommen. Auf keinen Fall sollte er da sein, wo er momentan ist. Denn das ist nicht gerecht. Und Superman, und ich hoffe auch die Österreicher,
stehen für Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Und genau dafür stehen auch alle Leute, die hier sind. Superman, du hast politisches Asyl in Fußsack am wunderschönen Bodensee bei mir. Darauf kann ich zurück. Und denke, in diesem drastischen Wandel von 2020 entpuppt sich so, was die ganze Zeit natürlich brodelte. Und wir können da zurückgreifen auf sehr große Werke, zum Beispiel von Rudolf Steiner, der 6000 Vorträge gehalten hat im 20. Jahrhundert, der größte Vortragsredner ist im 20. Jahrhundert und eben Politik und Spiritualität und alle möglichen Lebensbereiche vereint. Die Waldorfpädagogik von ihm kennt man ja. Und ich denke, hier wirklich auch tief zu schürfen und zu erkennen natürlich, dass das alles lange vorbereitet wurde, so viele Hinweise auf diese Inszenierung von Corona gibt und natürlich auch diese Impfstoffe. Und ich denke, auch gleichzeitig optimistisch und positiv und in der Balance zu bleiben, dass die Liebe gewinnt, wie diese vielen Fahnen hier sagen, das im Kopf zu behalten und gleichzeitig eben diesen Spagat zu schaffen, dass es auch so eine Art Yoga-Übung für die Menschheit ist, wirklich diese Prüfung durchzugehen und dann die Erde zu veredeln, zu vergolden und eine schönere Gemeinschaftlichkeit zu schaffen. Und dafür eben wie Yin und Yang, Plus und Minus, diese ewige Dualität hier in der Materie, auch die soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner zu nutzen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eben auch Bauch, Herz und Kopf sind oder Brahma, Shiva und Vishnu oder in der ägyptischen Isis, Horus und Osiris. Und diese Balance wird, diese Christusbalance, wenn der deutsche Geist wirklich sich entfaltet und nicht fehlgeleitet wird durch irgendwelche Bankiers oder irgendwelche Interessen. Rudolf Steiner hat es in seinen vielseitigen zeitgenössischen Betrachtungen und viele andere Autoren auch interessant aufgeschlüsselt. Und da dürfen wir noch weiter schreiten als zum Beispiel Dr. Daniele Ganser. Viel, was er sagt, ist real. Und gleichzeitig eben auch in diese schwarzmagischen Zirkel in der CIA oder bei den Freimaurern einfach intellektuell und analytisch vordringen und in Vergebung gehen und sich nicht als besser fühlen, sondern dies als Teil dieses Göttlichen betrachten. Und ja, wie Jesus Christus diese Vergebung einnehmen, diese emotionale Haltung der Liebe gegenüber allem, was uns entgegentritt. Und in der sozialen Dreigliederung von Rudolf Steiner nach Vater, Sohn, Heiliger Geist, da kann man jetzt natürlich viel reden und ich empfehle euch wirklich Kernpunkte der sozialen Frage zu lesen von Steiners Grundwerk dazu. Da sind eben Vater, Sohn, Heiliger Geist, Wirtschaft, Politik und Kultur und die Wirtschaft, das ist Amerika, die amerikanische Stärke, die Politik, die europäische Stärke hier mit den Dichtern und Denkern, diese Brücke sozusagen zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Sozialismus, zwischen Yin und Yang, zwischen Plus und Minus, die Liste ist endlos in dieser Dualität. Und dann eben im Osten natürlich Kultur und dieser soziale, sozialistische Impuls und dass es einen nicht überschwappt und überhand nimmt und dass wir so in die Balance kommen, eben auch anschauen, was im tiefen Staat vor sich geht, was diese Agendas sind, diese Smart Cities von IBM, diese ganzen idiotischen und feuchten Träume, die uns eine Lehre sind und uns als Menschheit wachsen lassen mit Ray Kurzweil und dieser Singularität bis 2046. Also es gibt ja diese lange Liste und viele haben es sich schon angeschaut und dabei bei Besinnung und bei Balance zu bleiben und zu realisieren, dass wir eben geistige, spirituelle Wesen sind und da kann man noch viel in die fernöstlichen Lehren gehen und was aufgestellt wurde von vielen großen Meistern, Goethe und Schiller ja auch sehr weit eingeweiht und einsichtige, höherdimensional Erkundende waren. Das würde ich euch einfach empfehlen, diese soziale Dreigliederung, dass die Politik und hier auch Europa sozusagen als Vorreiter mit der platonischen Lehre und dergleichen schon vor 1000 Jahren diese Rolle einnehmen kann, diese Balance zu schaffen zwischen Wirtschaft, was wir jetzt hier im Übermaß haben und abwenden wollen und dem östlichen Impuls tendenziell, diesen Kulturimpuls. Ja, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lest euch gerne durch. Kernpunkt der sozialen Frage von Rudolf Steiner. Danke. Ja, wenn man uns so wenig Demokratie gibt, sollten wir hier auch ein bisschen Demokratie machen. Also jeder hat die Chance, hier zu reden. Nämlich, und das ist es. Es kam aus dem Mund eines Polizisten. Ja, das war politisch nicht gewollt. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Das heißt, die Polizei weiß ganz genau, was los ist. Und das hat mit einem Rechtsstaat nicht viel zu tun, wenn sich die Legislative hinstellt und gute versus böse Demo spielt. Das geht natürlich nicht. Und das wissen wir. Und die Polizei weiß das auch. Und das muss man einfach auch mal lobend erwähnen. Auch wenn vielleicht der Polizist den Superman interviewt hat, vielleicht denkt der genauso, aber vielleicht durfte er das so nicht sagen und hatte einfach Angst. Und deswegen an dieser Stelle, Freiheit wird aus Mut gemacht und es gibt ja den Verein, einige kennen vielleicht schon, mutigmacher.org.
Ja, und dieser Verein hilft Whistleblowern, Stichwort Julian Assange, auch ihre Meinung kundzutun und bietet psychologische und juristische Beratung. Man kann dort auch eintreten in den Verein oder, wenn man das nicht möchte, kann man auch spenden. Habe ich übrigens schon gemacht. Also mutigmacher.org, relativ frischer Verein, kann ich euch nur noch mal ins Herz legen. Vielen Dank und wir sehen uns am Samstag. Dankeschön. Schrecklich, ja? Es ist nur schrecklich. Das ist Traumatisierung. Ja. Kindesmisshandlung, natürlich. Kindesmisshandlung. Vor einem halben Jahr wäre man dafür ins Gefängnis gekommen. Eltern stehen auf. Ich kann nur sagen, alle Eltern müssen sich das anschauen, da mitmachen. Eltern stehen auf. Anders geht's gar nicht. Sonst hilft da niemand. Niemand hilft da. Da hake ich einmal ein. Wir haben auf klagepaten.eu Musterschreiben bereitgestellt. Musterschreiben und sehr viel Informationen für Eltern, auch für Lehrerinnen und Lehrer und für Schulleiterinnen und Schulleiter. Und seit heute auch Informationsschreiben und Haftungs... Ich glaube an Corona, den Virus, den Allmächtigen, den Schöpfer der Impfung und der PCR und an Virus Gertheus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch die heilige Fledermaus, geboren von der Jungfrau Angela, gelitten unter Pontius Conspiratus, geheiligt, erstunken und erlogen, hineingesteigert in das Reich des Wahnsinns, an jedem Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Hirne, er sitzt zur rechten Drostens des allmächtigen Vaters. Von dort ist er gekommen, zu infizieren die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den heiligen Spahn, die heilige Ecclesia Corona, Gemeinschaft der solidarischen Vergebung der Zweifel, Auferstehung der Masken und das ewige Sterben. Amen. Ecclesia Corona. Ecclesia mit Doppel-K kann man uns finden und ja, beitreten, wenn man mag, oder einfach nur die Infos und die Texte. Natürlich gibt es das Virus unser. Virus unser im Himmel. Geheiligt bist du, Corona. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unsere tägliche Angst gib uns heute. Und vergib uns unsere Zweifel, wie auch wir vergeben den Zweifelnden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Vernunft. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In welchem Albtraum denke ich dann, was Fernsehlandschaft schaffen kann? Und ob du es glaubst oder nicht, ein Trost soll sein dir dies Gedicht. Behalte Würde, habe Mut, denn das steht jedem Menschen gut. Ob edler Geist, ob Bösewicht, bewahre dir dein eigen Gesicht. Ich sage wieder, also Vater Unser, derartig sarkistisch umfunktioniert, dann finde ich es nicht sehr gut. Das sind keine positiven Energien. Positive Energien wurden zuletzt von dieser Dame von der Seite auch angesprochen, das müssen wir folgen. Ich sage mir, so eine Versammlung wie heute, überhaupt die ganze Initiative, die zurzeit stattfindet, ist wunderbar, ist großartig, muss sein. Aber dagegen stehen halt immer noch die vielen, vielen Menschen, die träumen, die einfach vor sich hin träumen und ja, zum großen Teil total von Angst erfüllt sind. Ich denke mir, außer diesen Protestsachen, die wir hier veranstalten,
sollen wir auch ein bisschen mehr ins Geistige gehen. Da möchte ich anknüpfen, als was vorhin Janis gesagt hat, es muss ja nicht jeder gleich Anthroposoph werden. Ja? Zumal kaum einer weiß, was Anthroposophie überhaupt ist, aber es ist schon gut, was er gesagt hat. Letzten Endes geht es auch darum, einfach positiv zu denken, freundlich zu sein, zu lächeln, ja, die Maske runterreißen, hallo, da bin ich, wie geht's dir, ja, und so weiter und so fort. Das wollte ich nicht ganz ungesagt sein lassen. Heureka, um sein Genesen, erschaffen und aktiv gewesen. Auf im kurzen Zeitgeschehen, das jetzt mit neuen Bildern versehen und der Nachwelt ganz, ganz, ganz gelassen immer wieder Positives hinterlassen. Und genau deswegen stehen wir hier. Ich habe noch jemanden, der eine Rede hält. Hendrik, so ein Freund. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Hendrik Sodenkamp. Ich bin wie Anselm Lenz Herausgeber der Zeitung Demokratischer Widerstand. Dankeschön. Ja, also jetzt warten wir hier schon sehr lange auf die Kolonne, dass die Politiker jetzt hier vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch Wartezeit investieren sollen in diese Herrschaften oder nicht. Das würde ich einfach dann gleich hier der Versammlung überlassen. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Auftaktwochenende hier in Berlin, wo wieder hunderttausende Menschen hierher kommen werden, um für das Grundgesetz und für die Grundrechte und für eine echte Verfassungserneuerung zu demonstrieren. Das ist für mich einfach eine wirklich große Freude. Jetzt haben wir die Situation, dass das Berliner Stadtgouvernement mit der Figur Geisel jetzt erneut einfach einen Verfassungsbruch unternommen hat, indem sie die Versammlung verboten hat für den kommenden Samstag. Es hat jetzt einfach nur mal voll, also für viele, viele andere Menschen, also für mich war das ein Schock, als das passiert ist, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass solche Schritte jetzt unternommen werden. Es hat seinen positiven Effekt, hat es auch, weil sehr viele Menschen jetzt realisieren, dass das, was wir seit Ende März sagen, dass da eine Regierung zugange ist, die sich von jedem Gedanken von Liberalität, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten einfach verabschiedet hat. Und das haben jetzt wirklich sehr viele Menschen realisiert und es werden noch viel mehr Menschen am kommenden Samstag kommen. Das habe ich jetzt auch, also ich habe jetzt heute viel Zeitung gelesen, Radio gehört, das habe ich auch mitbekommen, dass dieser Move der Regierung auch in den Medienbetrieben, die uns bis jetzt sehr lange einfach als absolut total Bekloppte, dann absoluten Abschaum der Menschheit, Rechts- und Rechtsradikale, Antisemiten, Menschenhasser und einfach nur irgendwie dumm und hässlich bezeichnet hat. Die haben das auf jeden Fall jetzt mitbekommen, dass da irgendwie was dran ist und dass sie jetzt auch etwas unternehmen müssen, um dieser Regierung Einhalt zu gebieten. Für die möchte ich jetzt auch gerne noch ein paar Worte sagen, nämlich von Anfang an gab es mindestens zwei virologische, also wirklich schulmedizinische Meinungen und Expertisen zur Gefährlichkeit dieses Viruses. Auf der einen Seite war da sehr prominent, jetzt fällt mir der Name von dem Herrn Drosten nicht ein, und auf der anderen Seite auch sehr früh Hunderte und Tausende, namentlich Bhakti, Herr Ioannidis aus den USA und viele anderen, der das wirkliche, und auch Wolfgang Wodak, der sich da auch sehr früh zu Wort gemeldet hat. Diese kritischen Stimmen dazu, die schulmedizinisch sind, die demokratisch sind und die einfach eine andere wissenschaftliche Einschätzung dazu haben, wurden einfach wurden medial einfach verfemt, ausgedrängt und in einen Kreis von absoluten Wirrköpfen reingestellt, wo sie einfach nicht hingehören. Und das ist der Punkt, an dem das jetzt da stattfindet. Und es haben sich alle großen Medienbetriebe darauf eingelassen, was eine Zeitungsneugründung überhaupt, also notwendig gemacht hat, damit Menschen auch eine andere Meinung zu Corona lesen können und auch mitbekommen können, wer die Leute sind, die das hier gerade eben vorantreiben.
was hier passiert ist in den letzten 5 Monaten mit diesen gigantischen Grundrechtseinschränkungen, Verfassungsbrüchen und einfach mit dem so viel Leid, was so viele Menschen jetzt haben müssen, damit, dass sowas passieren kann, das geht einfach nicht. Und deswegen ist als zivilisierter Vorschlag, dass wir hier nicht in bürgerkriegsartige Zustände kommen, die jetzt gerade eben herbeifantasiert werden von der Regierung und nicht von uns. Wir sind friedlich, dass wir hier zu zivilisierten Zuständen zurückkommen. Gibt es einen vernünftigen Vorschlag, nämlich eine Verfassungserneuerung, die es die möglichst basisdemokratisch ausgemacht wird, dass möglichst viele dieses Gemeinwesen für sich selber nehmen und dass wir damit demokratisch weiterkommen und unser Leben verbessern können. Ja, diese Verfassungserneuerung würde ganz, also die Sachen, die im Grundgesetz noch nicht drin sind, nämlich Plebiszite, ein imperatives Mandat, dass es darum erweitert wird und auch gleichzeitig, dass soziale Grundrechte, also dass jeder Mensch seinen Anteil an der Materie des Planeten hat, dass wir endlich dahin kommen können und dass wir auch endlich dahin kommen können, demokratisch zu entscheiden, was und wie produziert wird. Weil diese ganze Wirtschaftssphäre ist gerade eben ausgelagert. Jetzt wird hinter mir die neue Gewerkschaft, die wir jetzt auch gegründet haben, das Banner hochgehalten. Da ist auch nochmal die demokratische Gewerkschaft. Es gibt auch eine Internetseite. Wir fangen jetzt zum Arbeiten an und am Sonntag um 14 Uhr haben wir auch die erste Versammlung im Berliner Mauerpark. Die demokratische Gewerkschaft ist auch notwendig geworden, weil die Gewerkschaften, also unsere Arbeitervertreter, rein gar nichts für uns getan haben. Sie haben dazu gestimmt, dass die Sonntagsarbeit zugelassen wurde. Sie hat Arbeitszeitverlängerungen in kritischen Bereichen zugelassen. Sie hat die Kurzarbeit zugelassen. So viele Menschen werden jetzt arbeitslos werden und sie haben nichts getan. Das sind einfach keine Linken und auch keine Gewerkschafter. Schande. Und wir machen das jetzt einfach selber und gründen eine neue, unabhängige Gewerkschaft, die sich tatsächlich für die Interessen der Leute einsetzt, die nicht riesig geerbt haben und für ihr Leben arbeiten müssen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt heute Abend es sind 2 Tage, bevor die große Versammlung stattfindet und jetzt sind hier schon jetzt 100, 150, 200 Leute sind jetzt hier schon zusammen. Wie viel? 17.000 sind hier zusammengekommen. Die 20.000 sind noch drüben auf dem Breitscheidplatz. Also für mich ist das wirklich ein ermutigendes Zeichen. Wir werden dieser Samstag wird so oder so, ob es jetzt zugelassen wird oder nicht, wird diese Republik verändern. Und das wird sich positiv dazu verändern, dass wir da zeigen, dass ein friedlicher Protest da ist, dass es hier um soziale und liberale Errungenschaften geht, dass es hier tatsächlich um demokratische Strukturen in dieser Bundesrepublik geht und um eine positive Zukunft, die wir erarbeiten wollen. Ich weiß, dass die Tagesschau für die NPD sehr stark mobilisiert hat. Man kann ja mal gucken, ob diesmal die paar Nazis, die es überhaupt gibt, dann jetzt vermehrt auftauchen oder nicht. Man kann in diesem Moment, kann man dann ja mal so sagen, vielen Dank, da möchte ich nicht hingehen und dann einfach friedlich weitermachen. Wir wissen alle, welche Fahnen gezeigt werden und naja, wir machen dann, also in den großen Medienbetrieben, darauf kann man sich ja schon einlassen. Auf jeden Fall Provokateure. Ja, Nazis, Holocaustleugner, nein danke, Tschüssikowski, lebt in eurer Welt von vorgestern, könnt ihr gerne machen. Hier geht es jetzt gerade eben um andere Sachen, das kann man am Samstag auch klar machen und wir machen da einfach einen friedlichen Wandel und bringen dann endlich dieser Prozess, der auf 89 angestoßen wurde, jetzt zu einem friedlichen und fortschrittlichen Ende. Vielen Dank und wir sehen uns spätestens am Samstag. Natürlich, man kann seine Meinung frei äußern. Aber wenn man hier ankommt und irgendwie erzählt, es würde den Holocaust nicht geben oder anfängt, den Juden die Schuld zuzuweisen, was auch immer, das hat hier nichts verloren und das hat auch nichts mit Demokratie zu tun. Das ist unsere demokratische Veranstaltung, die wir uns nicht von Holocaust-Leugern und anderen vermiesen lassen. Leute wie ihr haben keinen Platz hier. Ich bitte die Polizei, diesen Herrn zu entfernen. Wir haben hier das demokratische Recht, diese Veranstaltung zu führen.
Ich bitte die Polizei, jetzt sofort einzugreifen. Sie haben das Recht und die Pflicht, das zu machen. Ja. Er kann jetzt einfach auch freiwillig gehen, finde ich. Lass uns auch jetzt wieder positiv. Auch dieser Trichter, der hier aufgeklebt ist, ja, der gehört auch dazu. Ihn können wir nicht schlachten, weil er komische Ansichten hat. Natürlich sind diese Ansichten sehr gefährlich. Klar, man muss sich dagegen wahren. Und die Vereinsleitung hätte beinahe gesagt, die hat das Richtige auch getan. Und die eine große Menschheitsfamilie, der wir angehören, da gibt es einen, der das sehr in Umlauf gebracht hat. Das ist dieser Schweizer Historiker, ein junger Mensch. Und der heißt Daniele. Also in der Schweiz, da gibt es nicht nur einen Daniel, sondern eben auch einen Daniele Ganser. Guckt euch den einmal an, was dieser Kerl so von sich gibt. Vielleicht ist er auch irgendwann am Wochenende hier als Redner da. Ich würde das sehr begrüßen. Also wie gesagt, Leute, denkt alle dran. Wir gehören alle einer Menschheitsfamilie an. Die Bösen wie die Guten. So, hallo zusammen. Ich grüße euch. Ich komme aus der Nähe von Düsseldorf und da haben wir auch immer tolle Demonstrationen, die leider, muss ich sagen, viel, viel größer sind als das, was ich hier heute sehe. Ich bin echt entsetzt, dass so wenig Berliner hier sind und aus dem Berliner Umland auch so wenig Leute da sind, weil das ist eine Riesenstadt hier. Also ich kann es eigentlich fast gar nicht fassen. Ja, ich auch nicht. Aber ich bin froh, dass ihr alle hier seid, jeder Einzelne. Ich bin so, so glücklich, in jedes freundliche, strahlende, offene, lebendige und vor allen Dingen maskenfreie Gesicht zu schauen. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte noch mal was sagen an die liebe, liebe Polizei. An alle Polizeibeamten, die hier in Berlin Dienst tun. Jetzt, heute, morgen und in den nächsten Wochen und Monaten. Liebe Polizisten, vielen Dank, dass ihr uns schützt, dass ihr für uns da seid. Ihr seid unser aller Polizei. Bitte denkt daran, ihr seid nicht die Polizei der Regierung. Ihr seid nicht die Polizei der Politiker. Ihr seid die Polizei von uns allen. Bitte denkt daran. Alle. In Düsseldorf haben wir ein geflügeltes Wort, beziehungsweise eigentlich sind es drei Worte. Wir nennen alle Polizisten, denn Polizisten sind Menschen, Partner, Kinder, Eltern, Tanten, Onkel, Großeltern, Bürger in Uniform. Das seid ihr nämlich. Sobald ihr die Uniform ablegt, seid ihr Bürger, ihr geht einkaufen, ihr habt Kinder, ihr macht ganz normal eure Arbeit. Die macht ihr sehr gut. Ihr riskiert auch oft euren Kragen für uns, das weiß ich. Ich kenne selbst Polizisten. Ich weiß, dass, naja, wir sind halt alle Menschen. Wir alle, auch ihr. Also Bürger in Uniform, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr einen guten Job macht, habt ihr unsere aller Unterstützung, unsere Kooperation und sogar unsere Liebe. Danke. Thank you.
Seite da hinten. Ja, hoffen wir mal, dass unsere Kollegen dort zahlreich vertreten sind. Aber die sehen uns auch von hier. Wenn die da aussteigen und wir hier pfeifen, das sehen und hören die schon. Sorgt dafür, dass sie uns sehen und hören. Ja, da kommt jetzt einer. Habe ich leider nicht nachgefragt. Aber was ich erfahren habe, ist, dass wir da auch ganz bunt aufgestellt sind. Und da frage ich, ist das extrem? Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir extrem friedvoll sind. Und das haben mehrere Polizisten auch ausgesagt. Bis um kurz vor. Es gibt ein schönes Wort, das ist
vielleicht etwas in Vergessenheit geraten. Statt rechts oder rechtsextrem, rechtschaffen. Und das sind wir, rechtschaffende Bürger. Und wir wollen Recht schaffen. Vielen Dank an die Dame. Schauen wir uns doch mal an, warum wir als rechtsextrem oder irgendwelche anderen Attribute, womit wir beschrieben werden. Warum werden wir das? Es gibt ein Strategiepapier, ein 17-seitiges Strategiepapier von der Bundesregierung. In dieser Bundesregierung wusste die Regierung schon ganz am Anfang, das wusste Drosten noch nicht, das wusste das RKI noch nicht, aber die Regierung wusste schon, was das Virus alles kann. Das Virus kann nämlich die Eltern von Kindern töten und deswegen muss man den Kindern Angst machen. Man wusste damals schon, und das denke ich mir nicht aus, das ist ein Leak. Und dieser Leak, den könnt ihr alle durchlesen, das ist ganz offiziell im Internet. Einen Moment, da kommen Leute. Bitte pfeifen! Aber gut, kommen wir zurück zu dem Strategiepapier. In dem Strategiepapier stand schon einer Zeit drin, wo keiner wusste, was das Virus machen wird. Und da drin stand, dass das Virus Langzeitschäden macht. Moment, woher wussten die das? Wer hat denen das gesagt? Und jetzt wird das von jedem übernommen. Einfach so, ungeprüft. Wie kann das sein? Wir sind die Extremen, aber wir machen keine Angst. Die Politik macht Angst. Die Politik sagt, wir sollen den Kindern Angst machen. Die Politik macht den alten Leuten Angst und den anderen. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Angst führt zu Aggression und Aggression. Aggression führt zu Verletzten. Wir sind friedlich. Wir demonstrieren friedlich, wir waren friedlich und wir sind friedlich. Das, was gemacht wird, dazu gibt es zwei Bücher. Das erste Buch nennt sich Framing Manual. Das hat die ARD gekauft. Framing Manual für die Leute, die keine Ahnung haben. Ich erkläre mal ganz kurz, was Framing. Wenn ich sage Terrorist, dann habt ihr ein bestimmtes Bild im Kopf und eine bestimmte Emotion. Das nennt sich Framing. Also andersrum, wenn ich sage die Toten von Corona, dann seht ihr ein Bild, wie in Italien die Leichenberge dort sich stapeln. Das nennt sich Framing. Und genau das hat die ARD gekauft. Es gibt ein anderes Wort für Framing. Das nennt sich Propaganda. Und davon wissen die Leute in diesem Land Bescheid, denn das hatten wir schon mal. Und sowas wollen wir nicht wieder haben. Wir hatten das schon zweimal. Framing Manual. Das hat die ARD gekauft. Dazu gibt es auch ein gutes Buch, Propaganda. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr das durchliest, dann seht ihr, was momentan passiert. Die ARD lügt mit ihren Bildern. Das kommt nicht von mir, das kommt vom Tagesspiegel. Die offiziellen Medien, die werden dafür bezahlt, dass sie lügen, dass sie euch in eine bestimmte Richtung, und das nennt sich Propaganda, dafür gibt es kein anderes Wort. Und das wollen wir hier nicht. Nochmal. Es gibt kein Recht auf Wortwahl!